Alles beginnt mit der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung führt zu vielen Gedanken. Diese Gedanken kann man dann hinschreiben oder man kann sie eben auch skizzieren und kann überprüfen, ob das Resultat der Skizze mit den Gedanken übereinstimmt. Manchmal stimmt es überein, manchmal ist man enttäuscht und dann geht es von neuem los und aus diesem Ping-Pong entsteht dann zum Schluss hoffentlich irgendetwas, was man für positiv empfindet oder für einen Gewinn. Also Architektur beginnt im Kopf und das ist das Spannende eigentlich, dass man im Grunde nur einen Stift und ein Papier braucht, um dann seine Gedanken und das Gedachte zu versetzen und zwar nicht nur für einen selbst, sondern eben auch für einen anderen. Es dient als Kommunikationsmittel. Die Skizze ist auch das unmittelbarste Ausdrucksmittel, seine Gedanken, seine Visionen auf Blatt zu bringen. Und die Skizzen begleiten mich eigentlich von der ersten Idee bis zu der Fertigstellung des Bauwerkes. Die Vision ist ja auch das Bestreben, dass diese Skizze zu einer gebauten Form wird. Die ausgestellten Skizzen hier sind von der vom Wettbewerbsmüllverbrennungsanlage. Beginnen von der ersten Skizze und wie gesagt, dieses Prozesshafte. Und das Schöne ist, dass sozusagen diese Vision der ersten Skizze dann sozusagen in die Realisierung gebracht wurde. Und das ist auch immer mein Bestreben, dass die Unmittelbarkeit der Vision der ersten Skizze auch die gebaute Realität dann widerspiegelt. Ich stehe da jetzt vor einer an sich schon uralten Skizze, die ist ungefähr so 25 Jahre alt. Und ich finde es noch immer interessant und schön, wenn man daran erinnert wird, wie man zu einer Aussage gekommen ist. Ich habe immer so einen alten Spruch gehabt, der erste Strich ist schon weniger, weil das ist wahr. Alles, was noch in einem drinnen ist, in der Sekunde, wo ich es tatsächlich aufzeichnen muss, ist schon wieder der Gedanke weitergegangen. Aber trotzdem ist es also sehr schön, so eine Ausstellung zu sehen. Da sind ja jetzt schon einige montierte Bilder da, die dieses Beginnen, diesen ersten Schritt also zeigen. Und man sieht eigentlich auch schon, dass der lebendige Gedanke in diesen Dingen eigentlich letztlich noch viel mehr in der Skizze drinnen ist, wie dann schon in den etwas ausgeführteren Zeichnungen oder auch in den Modellen.